skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Damit herzlich willkommen zum neuen Let's Play Batman. Oh nein. Ich weiß, meine Stimme hört sich gerade beschissen an. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Falls ihr euch fragt, ich habe dieses Spiel schon mal gespielt. Ich habe das mir vor einem Jahr oder so gekauft. Und ja. Ich spiele es nochmal. Diesmal Let's Plays, aber... halt Batman Arkham Knight, falls ihr euch fragt. Werdet ihr auch in dem Titel lesen. Danke. Seht ihr den? Kein Problem. Der wird nur ein Teil der Story sein. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Wie Sie meinen, Officer. Dieses Spiel habe ich nicht Let's Played. Das hatte ich auf der PS3 gehabt. Wenn ihr wollt, hole ich es mir irgendwann in Let's Plays. Für die PS4. Arkham City. Du Warner Tower und so. Sie beim Essen zerstören, Officer. Und. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Ob das so schlimm ist, wenn wer im Café raucht. Steht nirgendwo, dass man nicht rauchen darf. Ich kann sogar an die Tür gehen. Hier seht ihr, hier steht nichts. Steht weder Regeln, sonst noch was. Kann ich rauchen? Mit dem Raucher in der Ecke sollte ich mal ein Wörtchen reden. Ach, von mir aus. Ob das so schlimm ist, zu rauchen. Joker-Tante. Also ich frag, die zwei werden noch ein Teil der Story sein. Nordkorea-artig. Ja, okay, ich mach lieber die Story weiter, bevor dieses Video zu Ende ist. Und falls ihr fragt, dieses Video wird nur 15 Minuten, da das eine Einstellung von der PS4 ist. Ich habe keinen Bock, das Manual zu beenden, von daher. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Dem wird eine Schönheits-OP nicht schaden. Okay, ich halte mein Maul. Ich weiß, wie das abläuft. Ich brauche keine Munition für den zu verschwenden. Chill. Abwarten. Siehst du? Seht ihr?
stirb. Du auch. Okay. Ich bin dumm. Ich hätte warten müssen, bis der da lang springt. Weißt du, was ich mich eigentlich frage, was passieren würde, wenn ich alle killen würde? Halt doch das Mo. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Mein alter Freund Sackgesicht aus dem Asylum. Wenn ihr das sehen wollt, guckt euch ein anderes Let's Play an. Ich überspringe das jetzt. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Glasauge und Hackfresse. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. Ja, ich freue mich schon, das wieder rauszuschneiden. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. So, jetzt spiele ich Batman. Eigentlich habe ich gedacht, Gotham, weil das man immer in den Filmen gesehen hat, wäre eine ganze Stadt und nicht auch in drei Inseln aufgeteilt. Fortress Island, Big Island und Miyagami Island. Das war ein Halloween. Ist nicht so unüblich. Ich muss noch ein Spielzeug lernen ausräumen. Ich habe meinem Jungen gesagt, dass ich ihm ein Geschenk mitbringe. In Koffern gibt es Spielzeugläden? Ja, moin, hier ist ein Scharfschützen. Ey, was geht? Batman! Himmel, wenn ich dich sehe, wünsche ich mir ein paar Flügel. Dann wäre ich längst weg. Digi, der ist ja voll Bock. Hey, kann ich da drauf klettern? Warte mal. Ach, egal. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Kennst doch Batman. Oracle,
Wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Für das Gerichtsgebäude? Achso, da meinte er Arkham City. Ja. Muss nach Personendach gucken. Alfred, ich habe eine verstümmelte Leiche gefunden. Ja, ich versuche, hier die Todesursache zu ermitteln. So. Ein Bluttest ergab als Todesursache Herzstillstand durch eine Überdosis Schmerzmittel. Außerdem wurden die Fingerabdrücke mit Säure weggeätzt. Ein eher unschönes Ableben. Das ist nicht alles. Sieht aus, als wäre die DNS des Opfers irgendwie beschädigt worden. Es gibt nicht genügend Informationen, um sie mit der Datenbank abzugleichen. Mit dem Gewebescanner kann ich die Leiche auf besondere Merkmale untersuchen und die Identität des Opfers ermitteln. Sehr wohl, Sir. So. Ah, das. Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. Da hätte sich Nightwing drum kümmern müssen. Dick Grayson. An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Na gucken. Ah, ja, am Knie. Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. Alfred, ich habe das Opfer als Franklin Accardo identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund seiner Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Seltsam. Diese Personen sind nicht in Gotham verschwunden. Sie wurden hierher gebracht und getötet. Aber warum? Wir müssen... Gotham? Gotham ist eine Stadt und nicht drei verschiedene Inseln. Und diese Brücke führt uns rüber nach Black, nach Bloodhaven. Oh, wie ist Nightwing rübergekommen, wenn diese Brücken abgeschlossen sind? Hier geht's nach Arkham City. Sind den Täter auf. Ja. Ich passe auf. Ich weiß, wo diese Abschaumleichen befinden. Nein, bitte. Die Stadt gehört euch nicht mehr. Die gehört denen nicht mehr, aber mir. Nächster. Oh, danke. Jetzt bin ich dran. Bam, bam, bam.